Okay. Pfote. Ja. Pfote. Ja. Kam ziemlich viel raus. Yoshi macht es gut. Nur ein bisschen hektisch ist er noch dabei. Komm. Pfote. Yoshi. Hier. Pfote. Nein. Hier, Pfote. Ständig. Guten Morgen, ich bin gerade mit Yoshi spazieren. Wir haben auch schon 2 oder 3 Tage später. Wir haben auf jeden Fall heute den ersten Advent. Ja. Und Yoshi läuft da hinten und passt dazu. Ich sitze auch gefroren. Wir haben auch schon ein paar schöne Bilder gemacht. Und Yoshi springt hier schon rum, wo wir im Garten waren. Hätte er auch gleich zwar nur gefroren, aber trotzdem ist er gleich abgegangen. Weil er ist eh ein Hund, der mag Schnee, er mag auch, wenn der Boden so gefroren ist. Ich finde, das ist halt toll. Ne? Muss ich auf die Uhr schauen, weil ich habe dann noch eine Reitstunde, die darf ich nicht vergessen. Na, das ist mir letztes Mal fast passiert. Nein! Sitz! Sitz! Am Pfote! Und ich kann das ihm auch zeigen, wenn ich jetzt am Vlog bin, halt von Yoshi neues Tau-Set. Das kam gestern. Dann habe ich einmal diese schöne Leine hier. Halt, die habe ich halt anfertigen lassen. Und so ein Tau. Hier mit. Mit so einem graues Terkel oder wie das heißt. Ich finde es total dünn. Diesmal habe ich mich mal für ein dünneres Seil entschieden. Die anderen sind zwar dicker. Und diesmal für ein dünneres. Das gefällt mir total gut. Yoshi, stopp! Und das ist ein Halsband. Hier eben mit Tau. Terkel und so Biotane. Finde ich auch mit voll schönen Biotane. Außerdem kann man die halt verstellen. Und wenn er halt geschoren ist, hat er sein Fell immer größer. Deswegen klein. Hat er fast der Hals. Ding hat er eben immer einen anderen Hals empfangen, deswegen auch schön, wenn man die eben verstellen kann. Okay, lauf!
Felix. So, und weil heute der erste Advent ist, darf er auch hier das erste Türchen öffnen. Und hier schießen die hergegangen. Bin der gleich hin gerochen. Mal schauen, was da drin ist. Schau mal da. Nichts zu fressen? Nein. Schau mal da. Und kleines Weihnachtsspielzeug. Ist das toll?